So, ah, hallo, grüßt euch, Herbert und Schnipsilein. Jetzt, schade, es ist meine mein Küchenwahlraum. Also da, schon her, da ist die Staffelei, die letzte, jetzt habe ich ohne gehabt, die 40 Jahre, die ist zusammengebrochen, die habe ich vorhin jemand Verstorbenen. Schau, und jetzt tue ich euch mal schnell also 4x60 auf 1,20 Meter Holzplatten, schau, so dünn, so kleine nehme ich, und das ist jetzt eure. Und die stelle ich dann so im Viereck zusammen, weißt du, am Boden, und dann mache ich ein Dach drüber, so, schau mal her. Also, so, da, schau, da. Also, der Hans ist da rechts. Moment, ja, rechts. Auf dem Bildschirm ziehe ich jetzt links, aber Moment, du siehst nur da rechts. Du bist da. Und ein Rolls-Royce, ein selbstbildendes als Rolls-Knocks. Und ja, als Lastwagen habe ich mir auch irgendwie da reingeschrieben. Und dann oben, schau her, oben, da kommt der Bub rein. Der Enkel, ein Bub, oder? Und das sind natürlich Steine, und das wäre alles ganz plastisch, also mit allen möglichen Schikanen, dass das Ganze räumlich wird. Und das möchte ich gern, wie gesagt, alle vier zusammenstellen. Also, ah ja, der Polt und der Herr Polt natürlich und Schneeberger und der Polt, seine Frau, die Tini, ist dabei, und der Valentin und die Karlstadt. Also, die kommen da in die Schau. Und jetzt, ja, wer da zum Beispiel, schau her, da ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also, da, ja. Himmel schwer, also das muss, ja, wird einfach so gut sein, dass das irgendwie in einem Museum mal stehen kann, die ganzen vier Dinger, und dass die Leute dann so was vor, also wenn ich mal tot bin, so, weil ich meine, so ist es, so, darum bin ich auch Maler, weil, weißt du, ich habe 10 Jahre Steuer den Gehilfen gemacht, das sag ich. 1974, 24 Jahre war ich, also, weil ich bin auch 50er Baujahr, also 74 mit 24, habe ich mir gedacht, also entweder ich hau auf und möchte malen. Das habe ich da auch gemacht, und ja, ich bin sehr, wie sagt man, happy. Hey, Moment, und jetzt, ja, schau, das da, das ist ja, schau, ja, da, ah ja, da habe ich ein Ding, da kann man es auch an der Wand hin einstellen. Aber da muss ich noch was bauen, dass man es so dass leicht transportieren kann. So. Und schau, ja, das ist, da ziehe ich die Ringe oben, mein Spatzel, die Tini-Polt und ein Brot vom Dengler, ein Gemalz. Und der Gerhard Polt schon. So, und da mache ich also so ein bisschen mit Silber, dass ein wenig, das wird ein bisschen klimmt, an klimmt erinnern, so. Und wo haben wir jetzt das vom Zimmerschieden? Zimmerschieden, da kommt der Polt auch, was das, also ich tue alles ineinander weil wir beeinflussen uns ja alles selber, gell. Jetzt habe ich 43 Minuten, 41, 42, 43. Kennst du den Eric and Me und Prag, pass auf, ein super Talent, mit dem möchte ich auch mal was machen. Wo ist es da? Jetzt finde ich es wieder nicht. Prag heißt seine Gruppen, die du da hörst. Und da ist die Dings, die Schauspielerin, die bei. Namen. Ah ja, sehr, sehr gute Schauspielerin dabei, die mit dem anderen, weißt du, ein berühmtes Schauspieler, die haben irgendwas mit Kleinohrküken oder Schweinsohr, Dermi oder irgendwie, da glaube ich, hat die mitgespielt. Ja, und jetzt schließe ich dieses, wie Karl Valentin sagt, und würde sagen, also ich sehe das Stück jetzt als erachtet und schließe. Das ist ganz anders gewesen.